Ich habe gesagt, im Fernsehen sehen Sie nicht so gut. Ja, und jetzt? Live wie besser. Oh! Norbert, du hast gerufen, ich bin da. Dankeschön. Darf ich reinkommen? Das ist natürlich rein, immer rein. Da, wenn du möchtest, kannst du dich da gerne hinsetzen. So, schieß mal los, wo klemmt der Gang? Also ich bin jetzt nicht mehr zusammen mit meiner Freundin, also Ex jetzt nur noch. Ja. Und die wollen unbedingt, dass ich hier ausziehe. Und Wohnung finden ist unmöglich. Ende des Monats kriege ich dann meine erste Rente von 886 Euro. Ich meine, möchte wenigstens ein bisschen Lebensqualität haben. Und die werde ich mit dem Geld, was ich von der Rente kriege oder was ich von der Stadt kriege, nicht leben können. Du hast welches Leiden? Ich habe mit der Bandscheibe, wurde operiert zweimal. Und dann habe ich damals noch einen Unfall gehabt im Knie. Da habe ich ja dann auch noch ein bisschen Probleme. Ist zwar schon ein bisschen besser, aber es ist alles taub bis unten hin. Gibt es keine Minute in deinem Leben, wo du keine Schmerzen hast? Nein. Ich bin ja auch schon ein paar Mal so weit gewesen, dass ich sagte, nee, ich habe keine Lust mehr. Ja, Norbert hat es hart getroffen. Ich meine, damensportmäßig gerade volle Romantikbremse, von einer Ex getrennt, pennt jetzt im Kinderzimmer. Muss da raus. Was machen wir denn da? Was brauchst du denn? Also mein Wunsch oder mein Traum wäre, ich möchte gerne ein Wohnmobil haben. Mindestens so groß wie das Zimmer, aber dann mit Waschgelegenheit, mit vernünftiger Heizung. Ja. Dann also musst du auch eine Küche, du musst ja auch mal ein Ei machen. Ja, das wär's. Okay, habe ich verstanden. Ganz klar. Was hast du für mich? 8.500 Euro. Das ist viel. Und wo hast du die Scheine her? Bei den Scheinen handelt es sich um Schmerzensgeld. Norbert verbringt seine Kindheit und Jugend in verschiedenen Heimen. Hier erlebt er unvorstellbares Leid. Da haben wir dann Schmerzensgeld, also Entschädigung gekriegt. Also richtig so mit Toilette putzen, sauber machen, war schrubben. Wenn man nicht gleich spurte, dann gab es sofort Beruhigungsspritzen, Valium 5, Valium 2 und was es da alles gab. Weil wenn irgendwo einer schlecht behandelt wurde, dann habe ich mich dann immer eingemischt. Und dann habe ich dann auch gleich mal sofort eine Spritze gekriegt oder ab ins Bett festgebunden und so. Also oder eingesperrt im Raum, ohne dass man auf Toilette gehen kann, in so einem dunklen Zimmer oder im Keller eingesperrt, damit man da nichts machen kann, ohne Essen, ohne alles. Oder man hat einen gezwungen, das zu essen, was man nicht mag. Und das immer im Glauben der Kirche. Das waren ja Nonnen gewesen, die das ja gemacht haben. Diese ganzen, sexuellen Übergriffe. Also das ist, darüber rede ich nicht so gerne, weil das kann man so schon nicht vergessen. Aber das reicht noch nicht. Nein, einen alten Ford Focus habe ich noch, den könnte man noch mitverkaufen. Ein Ford Focus aus dem Baujahr 2004. Leider hat der Wagen eine kaputte Kupplung. Also, da eine Macke. Das war meine Sache, das war meine Schuld. Ach, das hast du geschafft. Das war gleich am Anfang. Pedale schief abgelatscht, gerade das Kupplungspedal hier links. Das ist ein ganz klares Zeichen, hohe Laufleistung. Oder das Füßchen kam nicht immer vom Pedal. So, ich mache jetzt hier den Test. Da kommt ja gar nichts mehr. Nein. Deine Wünsche sind so groß. Kupplung, nicht gut. Totale Scheiße. Wenn ich jetzt zu viel Gas gebe. Hier. Wie soll ich ihn anbieten? Soll ich sagen, habe ich nicht gemerkt? Oder bin ich zu doof? Oder weiß ich nicht? Beth macht aus der Not eine Tugend, indem er den Wagen in den höchsten Tönen anpreist. Dein Traumwagen. Das glaube ich jetzt nicht. Du hast doch mit Ford was zu tun gehabt. Ist richtig, schon. Ich habe immer mit Ford zu tun. Ausstattungsmäßig. Hier. Klima. Klima. Viertürer. Hinten große Klappe. Wird auch besser. Große Klappe hast du auch. Guck mal hier, ne? Siehst du das? Hier noch ein halbes Jahr. Mit Rückfahrkamera ist er da. Ja, weil wie heißt das? Wegwerfkamera? Nee, die ist doch gut. Ja. Die zeigt dir noch was an. Er hat ein Problem und das ist die Kupplung. Normalerweise für so einen Kasten kannst du vielleicht 600 Euro geben. Dann hör dir noch mal den Motor an. Kommt sofort und müssen wir einen Schlüssel haben. Normal würde ich das Ding gar nicht nehmen. Weißt du, was ich jetzt sage zu dir? 1,5. Und das will ich einen super Preis. Also wirklich. 1,5. Da verliere ich Geld, aber ich habe heute meinen sozialen Tag, würde ich mal so sagen. Den sozialen Tag. Ja, also das ist was, man macht halt ein gutes Werk, so kann man das nur einschätzen. Ne? Schlüssel für dich und das ist der Handschlag. Weißt du was? Willst du machen? Oder auch so gut gelaufen ist und für den armen Menschen einen Mann gebe ich noch nie drauf. Nee. Ja. Du willst doch was anderes von mir, oder? Ja, kann man dran nachdenken. Küsschen. Moin. Moin. So, nicht ganz pünktlich, aber da. Ne? Alles klar. Ein Fiat Ducato Traveller von 1992. Aber das war kein Wagen, wo jetzt eine Dame selbstständig war. Nee, die waren da nie bei.
Abpfiff. So, rein in die gute Stube. Oi. Das ist hier deine Einbauküche oder was ist das? Das ist die Küche halt. Wasser geht? Ja, muss man hier mal sagen. Wie geht das? Pumpe. Ah, okay. Ah, Wasser verstehe. Geht. Dass das jetzt hier irgendwie verschimmelt, nee, ist es nicht der Fall. Ich nicht mehr. Gut, das kann man hier noch wieder. Das muss man reparieren. Klo geht? Ja. Also ich kann hier meinen. Ey, da muss man noch mal bürsten, wa? Ja. Ich glaube, hier müssen wir noch mal in der Reinigung. Du. Dusche? Ja, nee, das ist normal, ist das hier, dann kann man hier so ein Ding rausziehen. Aber ja, der hat hier so ein Ding eingebaut. Und ich habe das sogar lassen, ich brauche keine Dusche. Aber man kann das halt umbauen. Das funktioniert auch alles? Das funktioniert auch alles, ja. Alter, da müssen wir mal was machen, ey. Inseriert hast du für? 5,5. Ja, 5.000 sollte ich schon kriegen dafür. Ich muss das durchrechnen, ich muss in mich gehen. Ich weiß jetzt, was ich hier kriegen könnte für 5 Mille. Jetzt müssen die Sachen hier parallel laufen. Ich brauche mehr Scheine. Norbert muss man auch noch mal mit anpacken, sonst packe ich das selbst nicht. Jetzt muss was kommen. Ford Focus AD. Den Hallo. Siehst du nie wieder. Wir brauchen Standplatz. Eine Genehmigung. Ja. Auf dem Wochenmarkt oder Trödelmarkt, mir egal. Ja, wir können ja fragen, wir können Bäckereien fragen, wir können so einen Pizzawagen fragen. Und ja, hast du da Möglichkeit? Ich kenne mich hier nicht aus. Du bist hier vernetzt, du wohnst hier. Na doch, werden wir schon welche finden. Ja, wo ist er denn? Rudi! Ja, aufwachen! Ich bin's! Hallo, servus! Grüß dich! So, war das hier für ein Scheiß für mich? Ach komm, wie geht's? Hängt von dir ab. Und das ist Rudis Kandidat. Ein Koloss von Euramobil mit 7,50 Meter Länge und 116 PS. Kilometerstand gute 160.000. Recht durchzugskräftig, ist wirklich in Ordnung, das Auto. Schau dir mal die Optik um mit 24 Jahren. Wir haben 6 neue Reifen montiert, 6 neue Winterreifen. 6 neue Winterreifen? 6 neue Winterreifen. Luftfilter, ja, ja. Innenraumfilter, alles ist gemacht. Und eine Spurstange. Oh, da bin ich erstaunt. Motor ist kalt. Ohne Gas geben. Ja, und ohne Vorglühen, also, oder was? Ohne Vorglühen. Ja, jetzt bin ich platt. Technisch steht er deutlich besser da als der erste Kandidat. Ist doch alles hier, ist doch alles kaputt. Ist ja klar, darüber bin ich mir bewusst. Aber der Preis entscheidet halt auch über die Qualität und über den Zustand. Aha, okay, also hier Wassertank für da, Waschbecken. Schau her. Ja. Oh, da kommt auch was raus. Aber ja. Warmwasser ist hier nicht, ne? Warmwasser, selbstverständlich. Auch noch. Da haben wir einmal da herum unsere Schalttafel. Sonderpreis, das. 13,3. Sonderpreis. So, Elektriktrick, Fensterheber, auch noch alles in Funktion. Ja, man fühlt sich hier schon wie ein Trecker. Also der Norbert meint, glaube ich, wenn er hier auf dem Bock sitzen würde, er wäre auf großer Fahrt mit einem 30-Tonner Diesel. Innen kriege ich eine Nervenlähmung. Würdest du freiwillig in der Kiste Bubu machen? Nein. Siehst du, der Norbert glaube ich nämlich auch nicht. Chris hat Ding noch sauber gepolstert. Nicht durchgefurzt, kein Picasso, kein Fleck, kein Dreck. Chris hat hin. 12 glatt, ich pack mit an. Und was mir nicht gefällt, wo du gar nicht draufgekommen bist, mein Sohn, dieser Boden schaut schäbig aus. Ich klebe da einen neuen Vinylboden drüber. Du klebst mir einen, ja. Das kann ich mir vorstellen. Ey, weißt du, ich mache den neuen Vinylboden und die Polsterung neu, 12,9, so wie er da steht. Dafür hilfst du mir ein bisschen. Ich rufe ein paar Jungs an, mache da neue Bezügerei. Fahr den Karton da rein und dann nehmen wir einen noch. Ja, mach gleich fertig, du. Der Haken? Es fehlen noch exakt 2.800 Euro. Moin, was seid ihr denn für eine Truppe? Hi, ich mach das hier mal ganz, ganz normal, ne? So, wer ist für was zuständig? Also, der Andi und der Florian haben meine Raumausstatter. Okay, Polster. Guck mal hier, sieht scheiße aus. Ja, das ist Werner, ne? Und was könnt ihr? Wir machen mal Boden. Ihr macht, sehr gut, sehr gut. Und die Lady in Black? Beschriftung. Also ein bisschen Dekor noch draußen drauf. Frau Kleber! Genau. Ja! Der Gebrauchtwagen-Experte setzt alles auf eine Karte. Hoffentlich geht der Schuss jetzt nicht nach hinten los. Denn die Umbaumaßnahmen verursachen ja schon Kosten. Mir fehlt auch ein bisschen Kohle. Das darf ich nicht vergessen, sonst wird das hier nichts. Moin, Kundschaft! Moin! Ich bin's, Det, und du bist? Dennis. Dann sind wir richtig. So schaut's aus. Fiat? 500. Ein Fiat 500 mit 2 Zylinder und 85 PS. Leider hat das Leder des Fahrersitzes tiefe Kratzer. Gute Bremsen, ja, das geht noch. Klötze, dick, Scheibe, ja, minimaler Grat. Okay,
schwarz-rot, sieht geil aus. Aber Zuschauen von der Ausstattung ist nicht mehr so pralle. Was hat er denn gelaufen? Ein bisschen Liebe. 132 hat er drauf. Das Ding zieht durch. Ja, ich meine, sieht er nicht nach aus. Und Zweizylinder macht natürlich erstmal klangmäßig nicht viel her. Aber Turbo unterstützt. Ja, passiert hier schon was. Vom Fahren her denkst du, du sitzt im Motorrad mit Dach. Ja. Prün, 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 ne? Da geht was, ne? Da geht was. Geht bei dir preislich auch noch was? Ich meine, was da drin steht, was war das hier? 5,4 ist Quatsch. Ja, lauf nicht weg. Ich will mit dir Geschäfte machen. Die Sitze sind verschrammt. Mhm. Die Ex-Kriegsbemalung aller Firmenwagen ist noch drauf. Da liegen so mehr als 4 Scheine raus, so. Ganz ehrlich. Der ist so. Ich muss doch was machen. Ich hätte an 4,5 gedacht. Vergiss es. Wie lange hast du den Wagen am Hof? 2 Wochen. Nee. Und ich bin der Erste, der angefunkt hat. Du bist der Erste. Hahaha. 4,3 und du bist dabei. Du bist Italiener? Nee. Nein. Kommst du bald zuvor. 4,3. So, jetzt habe ich diesen Floh im Sack. Das heißt, wir noch längst nicht Feierabend. Jetzt geht's erstmal weiter auf Bereiter. Das Leder muss wieder richtig vernünftig sein. Hi. Hi. Ich habe mir gerade was gekauft. Lederausstattung. Guck mal. Hier abgefranst. Da total zerknautscht. Ja. Können wir da was machen? Vorher richtig reinigen, entfetten, leicht anschleifen und dann wieder Farbe auftragen. Hast du so eine Farbe? Ich kann die mischen, ja. Ich kann jeden Farbton mischen. Det hat noch nicht über den Preis gesprochen. Das sollte man vorher machen. Gib's mir einen Huni dafür, dann weißt du's. 100 Euro? Ja. Da wird gar nicht mehr verhandelt. Mega, aber das ist ein Kuppelpaar. Sowieso. Normalerweise kostet ein Hocker 350, je nach Zustand. So, jetzt mache ich richtig ein. Moin. Herein. Hereinspaziert, die Kundschaft ist da. Det. Grüß dich. Ja, Wahnsinn. Du kommst Fahrzeuge an. Ja. Pass auf, 5,5 wollte ich dir sagen. Da klemmt bei dir der Gang. Also es muss vorn auf alle Fälle 4er stehen. Nee, nee. Für eine 4 lasse ich den nicht hier. Das geht nicht. Wie kommst du drauf? Sollte. Alter, das ist ein 11er. 2011. Aber kein 9-11er. Ja, da hast du auch recht. 4,59, komm halt drauf. Ich krieg eine Nervenlähmung. Okay, ich weiß, dass du bist. Das lief nicht so gut. Mit Mühe und Not bringt der Fiat 550 Euro Gewinn ein. Macht insgesamt 10.650 Euro auf dem Konto. So, Kleckerei kenne ich. Aber Bäckerei nenne ich jetzt Kind. Christian! Mahlzeit! Du bist mein Mann. Jawohl, der bin ich. Wie läuft's hier ab? Was kann ich machen? Ich nehme mich mit nach unten und dann ziehen wir uns Handschuhe an, kriegen eine Mütze, desinfizieren uns ein bisschen und dann geht's los. Wir haben jetzt erstmal eine Mürbteichplatte, darauf ist eine Biskuitlage, schön luftiger Boden. Ja. Dann kommt Vanillepudding drauf, ja, damit die Äpfel nicht so durchsuppen. Aha. Das ist einmal unser Untergrund. Ja. Dann kommt unsere Mailänder Apfelmasse drauf. Das Zeug darauf. Genau. Guck mal, hier ist aber auch guter Maurer vorbeigegangen. Ja, ne? Doch, ich kann handwerklich bin ich nicht ungeschickt. Geil. Ja, viel hilft viel. Der 60-Jährige hat sich um einen rollenden Pizzaofen und um Musik gekümmert. Und auch der Kuchenverkauf kommt in die Gänge. Der Norbert, der hat sich ganz so leicht gehabt. Deswegen machen wir eine kleine Aktion. Und es geht natürlich darum, dass wir hier auch Leckereien an den Mann, an die Frau bringen wollen. Willst du so haben? Beißt du gleich rein? Sehr gut, sehr gut. So, jetzt muss ich erst mal gucken, gibt es hier auch noch Salami? Oder gibt es hier, was haben wir denn alles da? So, Pizza geht auch klar. Ja, vorne rein und hinten rein. Vorne rein, alles klar, machen wir erst mal vorne. Komm her, greif doch mal zu, die hab ich gehört. Guck dir das mal. Ganze? Ja, das nein, Quatsch, das sind 4 Stücke. Gib doch mal deinen Freunden auch was ab. So, hier, rauf aufs Blech. Lustig ist die Aktion auf dem Wochenmarkt, ja. Aber zahlen die Menschen auch? Det muss hoffen, dass die Mendener ein großes Herz haben und der Kuchen- und Pizzaverkauf 2250 Euro einbringen wird. Ich hab gesagt, im Fernsehen sehen Sie nicht so gut. Ja, und jetzt? Live wie besser. Oh. Det hat Glück. Zu seinem Budget von 10.650 Euro kommen 2190 Euro dazu. Damit hat er die 12.900 für Rudis Wohnmobil fast zusammen. Nee,
Nee. Der Schmerzpatient und Frührentner Norbert, der sein ganzes Leben lang geschuftet hat und in Heimen schwer misshandelt wurde, kann sich auf ein Zuhause freuen. Norbert, deine Zukunft hat ein neues Zuhause. Seid ihr alle aufgeregt? Ja, aber hallo. Norbert, wie fühlst du dich? Ja, bist du wackelig? Im Moment kann ich gar nichts mehr sagen. Ist Feierabend? Vorhin konnte ich ja noch irgendwie was beschreiben, aber jetzt gerade eben... Ihr habt ihn aber gut unterstützt, oder? Ja, Logo. Ja. Ja. So. Ey, und da checkst du jetzt ein. Was? Ist das was? Ja. Ist das was? Ja. Ja, komm her. Kochen kannst du. Was soll? Ne? Kühlschrank hast du. Heizung hast du. Sanitäre Anlagen. Frisch. Ja. Ne? Oh ja. Okay. Ich denke immer noch nicht, dass es meins ist. Das ist deins. Das ist dein neuer Alter. Norbert. 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 Ja, ey, gibt's ja gar nicht. Wenn's einer schafft, dann geht. Alles Gute für dich, alles Gute für die Zukunft. Ne? Ja, danke schön. Ein Applaus für Norbert. Ja, also, so sieht's aus. Ne? Klarer Fall, nächster Fall, mein neuer Alter.